schon im März hat alles angefangen. Vox Club begeisterte schon beim ersten TV-Auftritt das Publikum im Saal und vor den Bildschirmen. Mit einem ganz neuen Mix aus Volksmusik, A Cappella-Gesang und Entertainment. Die Flashmob-Videos der sechs Jungs im Internet wurden bis heute über 8 Millionen Mal angeklickt. Bei YouTube schafften sie es bis in die Bestenliste der 10 populärsten Top-Trending-Videos des Jahres 2013 in Deutschland und Österreich. Sie überraschen uns 2013 mit ihrem ganz neuen Entertainment in Lederhosen. Im Internet, im Fernsehen und auf der Bühne. Vox Club! Yeah.
herzlichen Glückwunsch. Danke. Die eins der besten, die habt ihr euch wirklich verdient. Also, danke. Ohne Lederhosen geht bei euch inzwischen ja gar nichts mehr, oder? Mit seinem Windheim-Mann, der die Temperatur da draußen. Die brauchen wir alle. Das ist doch scheiße. Wie viel von den Lederhosen habt ihr mittlerweile? Ich will sagen, ungefähr 50 insgesamt. Das Problem ist, wir haben einen ziemlich hohen Verschleiß bei gewissen Bewegungen. Ja, okay. Ja. Ihr tragt die Dinger ja auch, wenn andere im Smoking erscheinen. Ja, am roten Teppich, bei Preisverleihungen. Gibt's da manchmal so verwunderte Blicke? Aber wer ist das Kirz, der nicht gewinnt? Absolut richtig. Also ihr macht das weiterhin. Sind das sozusagen eure Glücksbringer, die Lederhosen? Du meinst so wie bei dir die rote Unterwäsche? Ja, die habe ich immer an. Das ist für mich ja sehr, sehr wichtig. Ja, bei uns auch so, wir tragen die und wir haben ja nichts drunter, deswegen ist das unsere Unterwäsche quasi. Okay. Was plant ihr denn 2014, Jungs? Ja, wir haben eine Menge vor. Wir gehen auf Tournee im Herbst, Solo-Tournee, freuen wir uns sehr. Wir nehmen ein neues Album auf im Sommer, weil man wollte scheinbar mehr von uns hören und da freuen wir uns sehr. Und natürlich gehen wir mit dir auf Tournee, jetzt im Februar starten wir das Album. Und da freue ich mich ganz besonders, denn wir gehen gemeinsam auf große Tournee und zwar gehen wir auf Tournee mit dem Fest der Feste. Für die Tournee Das Fest der Feste wurde ein völlig neues Programm zusammengestellt. Unter dem Motto, Volksmusik macht Spaß, auch wenn es nicht jeder zugibt. Mit dabei sind wir zum Beispiel DJ Ötzi. Er singt natürlich seine großen Hits vom Anton aus Tirol bis zum Ein Stern, der deinen Namen trägt. Er wird aber auch besinnliche Töne anstimmen. Die sechs Jungs von Vox Club werden zeigen, was sie können. Sie sorgen mit ganz unterschiedlichen Titeln wie Rock Me oder Sierra Madre für ganz unterschiedliche Stimmungen. Tanzen werden beim Fest der Feste außerdem die Stars der TV-Star-Tänzer. Auch ich habe mir natürlich einiges für sie einfallen lassen. Selbstverständlich nehme ich meine Harmonika mit. Ich möchte sie mal volkstümlich, mal virtuos, mal romantisch, mal turbulent und mal wehmütig klingen lassen. Und wir haben natürlich einige Überraschungen für Sie vorbereitet. Von Februar bis Mai sind wir gemeinsam unterwegs. In Regensburg, Hamburg, Wetzlar, Koblenz, Fulda, Chemnitz, Saarbrücken, Neu-Ulm, Rostock, Krefeld, Berlin und in vielen anderen Städten. Also meine Damen und Herren, wir freuen uns auf Sie. Aber jetzt freuen wir uns erst einmal auf 10 außergewöhnliche Stimmen. Sie haben nach Ihrem Auftritt in unserer Herbstfestshow so viele Zuschauer begeistert, waren dann gleich in zahlreichen anderen Shows eingeladen. Sie begeisterten Helene Fischer genauso wie Céline Dion. 2014 möchten Sie nun noch mehr musikalische Grenzen zwischen Volksmusik, Klassik, Chanson, Pop und anderen Musikrichtungen einreißen. Meine Damen und Herren, Vincent Niclot und der Red Army Choir.